Meine sehr geehrten Dorfdeppen, meine sehr geehrten Dorfdeppinnen, wir schreiben heute den 4. Mai 2021 und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Best of Dorfdepp Comedy. Allerdings heiße ich euch herzlich willkommen zu der Best of Dorfdepp Comedy Folge vom März, obwohl wir ja schon Mai haben, weil ich das vergessen habe oder nicht dazugekommen bin. Whatever, egal, wir fangen direkt an. Der Gebrauch einer Tischtennisplatte, Dorf versus Stadt. Können wir mal drüber reden, wie professionell das aussieht? Also, versus auf dem Dorf. Jason hat's drauf. Kleiner Fun Fact, diese Tischtennisplatte steht bei uns in der Grundschule. Da habe ich als kleines Kind immer drauf Tischtennis gespielt. Und dann dachte ich, ich drehe da jetzt das Video. Fand ich irgendwie witzig. Mengenangaben, Dorf versus Stadt. Hallo. Hallo. Ich hätte gern 200 Gramm Leon und 14 Kartoffeln, bitte. Darf sonst noch was sein? Nein, danke. Okay, bitteschön. Versus auf dem Dorf. Ja, moin. Tag, Schorsch, was brauchst? Ich würde 2 Pfund mitnehmen und eine Zentner Kartoffeln. Alles klar, richte ich dir hin. Ob das eine Textzeile von meinem neuen Song ist, wer weiß. Hi. Da können wir ganz kurz drüber reden. Und zwar, ich habe das Video in der Dusche gedreht, weil ich dachte, das sieht so ein bisschen aus wie eine Metzgerei. Sieht es halt einfach gar nicht. Aber egal. Oh, das nächste Video ist gar nicht so ein typisches Dorfdepp-Video. Das ist einfach so ein random Video. Aber ich fand es cool und es hat seine Bedeutung. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation, warum Radler euch alle umbringen wird. Credits gehen natürlich raus an Adi Dottoro oder wie der Typ heißt, der Schweizer da. Ihr wisst, wen ich meine. Kurz zu mir, ich bin kein Schweizer, ich bin Dorfdepp und bin absoluter Radlergegner. Warum gibt es überhaupt Radler? Das weiß ich nicht. Wer hat das erfunden? Das weiß ich auch nicht. Was ich aber weiß, es war definitiv kein Dorfkind. Wie viele Radler am Tag sind tödlich? Jedes Radler ist eins zu viel. Grundsätzlich kann man also sagen, man mischt Bier nicht mit Limo. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Video ist übrigens voll viral gegangen. Ab zum nächsten Video und bevor wir starten, schaut euch mal die schöne Mütze an. Die habe ich selber designt. Das könnte doch ein Preis von den Designer Mützen Award sein, oder? Nö. Paketlieferung Dorf versus Stadt. Ja, hallo? Hallo, Paketdienst. Moment, ich komme. Hier, Ihr Paket. Dankeschön. Tschüss. Versus auf dem Dorf. Ah, da schaust du dich eh nicht daheim. Dann schmeiß ich den Scheiß jetzt gerade in der Schube rein. Ey, Klaus. Richtig fällen, wisst ihr, wie es bei mir daheim inzwischen ist. Die Postbotin, die heißt Margit. Margit, liebe Grüße, gehen raus. Die klingelt immer, weil ich also relativ viel bestelle. Und die Pakete manchmal halt schon irgendwie schwer sind. Und immer wenn die Pakete schwer sind, dann sagt sie immer, Micha, trag selber aus meinem Auto raus. Scheiße, ich glaube, ich... Egal, also die ist auf jeden Fall super. Egal, wir machen jetzt lieber weiter mit einer Lebensphilosophie von Micha von der Rampe. Ogenommen, ich trinke 8 Bier und mein 9. Bier ist Kolbier, sondern ein Radler. Dann vermischt sich ja in meinem Bauch Bier mit Radler. Und wie wir wissen, ist Radler kein Alkohol. Also habe ich ja quasi kein Alkohol getrunken, richtig? Ja, aber... Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist alles, was aus 12 Jahren Matheunterricht übrig geblieben ist. 2 Bier, Dorf versus Stadt. Du, ich trinke heute maximal 2 Bier. Wieso das? Ich muss morgen arbeiten, ich kann wirklich maximal 2 Bier trinken. Ah, jetzt machen wir nicht so rum, das schaffst du. Nein, ich meine das ernst. Na dann. So, jetzt trinke ich aber keins mehr. Versus auf dem Dorf. Humpel muss morgen schaffen, ich trinke heute bloß 2 Bier. Ja, wie? Ja. Kennt man von dir ja gar nicht. Ja. Was? Ja, ich dachte, du trinkst heute nur 2 Bier. Hab ja nur 2 Bier getrunken. Da stehen aber 8. Ja, sind trotzdem nur 2 quer. Ja, das erste, das letzte. Da kommt mir gerade die Erinnerung hoch, der Aussage meiner Mama, immer wenn ich weggegangen bin, als ich, keine Ahnung, 14, 15, 16 war. Vom letzten Bier hörst aber auf, mein Freund. Selbstverständlich, Mama, habe ich immer gemacht. Internet, Dorf versus Stadt. Weißt du, was ich an der Stadt so unglaublich liebe? Was denn? Du hast hier einfach überall LTE. Nice. Alter, Micha, du hast den Sound in dem Video viel zu laut gemacht. Weißt du, was ich an unserem Kaff liebe? Was denn? Ich laufe durchs Dorf und alle 50 Meter verbindet sich mein Handy automatisch im nächsten WLAN. Tja, das ist halt... Ja. Semi-gutes Video. Wenn man auf dem Dorf nicht grüßt. Hallo. Ganz kurz, eins meiner Lieblingsvideos. Hat der mich jetzt ernsthaft nicht gegrüßt? Hallo! Alter, was ein Volldepp. Das nervt mich immer übel, wenn ich so in unserer Hut spazieren bin und ganz oft kommt es mir vor beim Joggen und dann grüßen die Leute nicht und ohne Witz, das sind nicht die Junge. Das sind meistens sogar die Älteren, die einfach nicht grüßen. Und wenn ich joggen gehe und ich sehe ältere Leute, ich tue immer meine AirPods raus, so aus Respekt. Und dann grüßen sie nicht und dann denke ich mir immer, Alter, was ein Assi. Wenn du dich ausgesperrt hast, Dorf versus Stadt.
Scheiße, ich hab mich ausgesperrt. A few moments later. So, ist wieder auf, macht dann 300 Euro. Versus auf dem Dorf. Shit, aber ach, egal, irgendeine Türe wird offen sein. Ja, oder Nachbarin hat einen Schlüssel oder Oma hat einen Schlüssel. Ganz kurz, das muss ich mir jetzt aufschreiben, dann mache ich ein Video draus. 6½ hours later. So, hab's aufgeschrieben, weil wenn ich es nicht gleich aufschreibe, dann vergesse ich das. Diesen Satz kennt einfach jedes Dorfkind. Ja, hallo. Hallo. Na, alles klar bei dir? Ja. Na, jetzt muss ich dich doch mal fragen. Ja. Zu wem kirschen du? Ja, zu Mama und Papa. Ja, das hat irgendwie, glaube ich, jedes kleines Kind mal gesagt, kann das sein? Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen wir schon zum vorletzten Video der Best-of-Dorf-Dev-Serie vom März, dem Mai hochgeladen wird. Wenn ein Dorfkind nach dem Wohnort gefragt wird. Sag mal, wo wohnst du eigentlich? Ach, in so einem kleinen Kaff, das kennst du eh nicht. Ja, und wie heißt das? Du kennst es eh nicht. Jetzt sag doch, wie heißt das? Ich zögere. Micha, du hast da einen Pickel. 45 Minuten von Stuttgart weg. Ja, und wie heißt das jetzt? Alter, du kennst es eh nicht. Jetzt sag doch. Hohe Weiler. Noch nie gehört, kenn ich nicht. Hab ich dir was anderes gesagt? Nö. Ja, nur zur Info, ich wohne nicht in Hohenweiler, weil das immer gefragt wird oder manche gefragt haben. Egal. Und bevor wir jetzt zum allerletzten Video kommen, Leute, ganz, ganz wichtig. Fahrplan für diese Woche. Am Donnerstag um 20 Uhr bin ich live auf TikTok. Dort werde ich das allererste Mal meine neue Single Dorfdepp live präsentieren, live performen. Um 0:00 Uhr, also von Donnerstag auf Freitag. Gibt's die Nummer dann auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, wo auch immer ihr Musik hört. Das heißt, ab dann könnt ihr die streamen. Es wird mich unglaublich freuen, wenn ihr die Nummer einfach auf Dauerschleife durchlaufen lässt, wenn ihr sie nicht mehr hören kann. Könnt, macht einfach den Sound runter, lasst die Nummer einfach in Dauerschleife laufen, spielen, wie auch immer. Drückt aufs Herz, zieht's in eure Playlisten, das wäre mega, mega geil. Und dann startet am Freitag um 18 Uhr die Live-Premiere von diesem Musikvideo hier. Ich lasse euch jetzt mal ganz kurz was einspielen. Ich bin ein Dorfdepp, du bist ein Dorfdepp, ja, wir sind Dorfdepp, Dorfdepp, wir halten immer zusammen, Dorfdepp, ein Leben lang. Stopp, das reicht, weil mehr gibt es dann am Freitag um 18 Uhr bei der Live-Premiere hier auf YouTube. Und damit starten wir ins letzte Video. Taxi, Dorf versus Stadt. Hallo. Hallo. Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Na klar, dann bräuchte ich einmal die Adresse bitte. Bahnhofstraße 43 in Stuttgart. Danke. Versus auf dem Dorf. Ja, moin, Meier. Tag, Schorsch, heim oder noch zum Karl in Krone? Ah, fahrst mir heute mal heim. Alles klar. Danke. Jo, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich mega freuen, wenn ihr echt hier mal einen Kommentar da lasst, den Daumen oder sowas. Damit mal ein bisschen mehr auf diesem YouTube-Kanal geht. Ich habe vor, in nächster Zeit ein bisschen mehr zu machen. Wenn ihr Videovorschläge habt, was ich noch machen soll, schreibt es mir gerne rein. Es wird auf jeden Fall noch ein Q&A geben. Es wird noch ein großes Format geben, der Love Story von Annalena und Josh. Könnt ihr euch auch noch drauf freuen. Jo, und damit verabschiede ich mich. Peace out, liebe Grüße. Micha von der Rampe.